Grüß euch, Madeka hier. Ich habe mich vom Swimmingpool im Urlaub wegbewegt, dass ich es ein bisschen ruhiger habe. Dort habe ich mich entspannt nach dieser Klatsche, die wir gekriegt haben. 6.222 zu 7.286, also über 1.000 Punkte Differenz. Ich habe jetzt meine Unterlagen nicht da, glaube aber, dass wir nicht so oft so klar verloren haben. Bei Rush sicher schon gegen Seven Days Departed, aber sonst glaube ich eher nicht, dass wir schon über 1.000 Punkte Differenz gehabt haben. Woran liegt das? Naja, ich meine, die Devs sind schon bösartig von ihnen. Es sind, ich glaube, 4 oder 25 Aramis waren, sehr viele Erlang-Chains. Dadurch, dass sie so viele Aramis haben, haben sie keine Erlangs als Tank gehabt, im Gegensatz zu uns. Wir haben schon auch Tanks davon. Ihre Punkte, 7286, sind schon relativ viele, sage ich, für Equalizer jetzt, seit Erlang-Chain. Wegen Erlang-Chain ist Equalizer so viel schwieriger, also auch deutlich schwieriger geworden. Aber vor allem sind unsere so schlecht. Also 6.222, ich weiß nicht, was da insgesamt so daneben gelaufen ist, bei wem was alles, aber es ist eigentlich skandalös, so wenig Punkte für uns. Enttäuscht? Nein, weil es eigentlich vollkommen wurscht ist, wenn wir sowieso verlieren. Manche bei uns nehmen das so wichtig, dass wir einen Anschluss halten. Für mich ist es vollkommen klar, dass wir das nicht schaffen können. Ohne die Ausgaben und manche von denen, die gern den Anschluss hätten, spielen, glaube ich, selbst eher schlechter als besser als die Seven Days Departed Leute. Na gut, hoffentlich hören sie das jetzt nicht. ich habe meine Angriffe aufgenommen, aber nicht kommentiert. Bei ein paar davon habe ich ziemliches Glück gehabt. Über viele Steine war es dann relativ leicht. Aber natürlich kann man nicht immer Glück haben, wie das halt so ist. Auf zum Loot. Sehr mächtig. Ja, das war's. Bis bald.